Hallo und herzlich willkommen zurück zu Plague Tale Requiem und dem Beagle. Also ich bin jetzt wieder hier. So. Ich bin jetzt wieder hier und jetzt schauen wir mal, weil ich glaube nicht, ich habe gesehen wieder... Ich bin nicht an die Kiste gegangen. Egal. Egal, egal. Ich habe genug. Eigentlich habe ich jetzt nicht mehr genug, aber egal. Das ist der Fall. Ist hier noch irgendwo... Wartet mal, vielleicht ist hier sogar irgendwas, was ich nicht sehe. Ohne, dass ich es merke. Das nutzt mir nichts. Ich muss hier durch. Hier brauche ich gar nicht mit irgendwie versuchen. Wenn ich hier eine davon hätte, wäre schon geil. Habe ich aber nicht. Und für irgendwas muss doch dieses scheiß Holzteil gut sein. Ach komm, leck mich ihr Viecher. Da ist nichts. Was? Wofür ist das Holz gut? Wofür? Ich habe das Gefühl, ich müsste hier eigentlich... Ich mache das jetzt immer noch... Warte mal, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Vermutlich wird es mal tot sein. Aber was soll's. Nein! Ja, das war mein Tod. Das war... Nein, das war nicht mein Tod. Okay. Okay, ja, ich weiß noch nicht so genau. Sie geht halt so scheiße langsam. Ich befürchte, dass es nicht reichen wird. Okay, doch, 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 gerade so, gerade so. Oh. Und wie komme ich jetzt an das Impisang? Ach komm, gar nicht. Scheiß drauf. Hauptsache ich lebe. Amicia! Ja. Geht's dir gut? Ja. Sehr gut. Ich fühle mich eingekesselt. Werd nur nicht unachtsam. Hab ich nicht vor. Ich hab nicht vor, nochmal gefressen zu werden. Du bist in Sicherheit. Fürs Erste. Das, na, hab ich's, wo ich sie nicht retten kann. Warte mal. Dann wollen wir doch mal. Dann kannst du auch wieder Alkohol nehmen? Nein, kannst du nicht. Jetzt aber hier Steine. Ach, los geht's. Klasse! Ja, klasse. Hat das geklappt? Ja, jetzt können wir rüber. Jetzt musst du einen Weg zurückfinden. Mach ich, keine Sorge. Bitte, mach's mir nicht so schwer. Die Sache hängt am seidenen Faden. Oh, ich darf nicht falsch liegen. Nein, ich habe kein Messer. Ach, wie gemein. Ja, von mir aus. Also, da unten ist Feuer. Schön für das Feuer. Da wären bestimmt nämlich gute Ressourcen drin gewesen. Ja, da komme ich auch nicht mehr hoch. Schade. Weiter so, du schaffst es. Natürlich. Das wird es alles wert sein, Ivo. Hoffentlich hast du recht. Das werde ich! Ganz sicher! Sie ist überzeugt, Junge. Vertrau ihr. Na los, Basilius. Gib uns irgendwas. Er ist es wert, versprochen. Ich flehe dich an. Oh, verdammtes Ding! Hey, du steckst fest, oder? Ja! Ich komme mit dem Wagen nicht weiter. Geh um das Wrack herum. Wir haben was für dich. Komme. Was genau habt ihr für mich? Oh, das ist ein Pfeil. Jetzt habe ich Teile. Wie viele Teile habe ich denn mittlerweile? 58. Ich brauche 60. Zwei Teile, Leute. Zwei beschissene Scheißteile. Ich schick dir einen Tank, um das aus dem Weg zu räumen. Mit einem Seil, damit du ihn fangen kannst. Perfekt. Bleib zurück, Hugo. Auf geht die Post. Ich sehe ihn.
Müsste das griechische Feuer die Ratten nicht generell da verburnen? Ist jetzt so, sondern Frage, so im Generellen so, dass die Ratten da Boom machen? Hat es geklappt? Einwandfrei, danke. Ich gehe zurück zum Wagen. Ja, schnell, fast geschafft. Ja, ja. Und ihr geht mal bitte wieder da an den Rand. Dankeschön. Das hätten wir. Amicia? Du sollst dich nicht am Feuer wärmen. Du sollst das Feuer nehmen. Konzentrier dich. Finde Basilius. Schnapp dir, was du finden kannst und dann raus. Dann überlebt er. Was ist denn da vorne? Ich weiß es nicht. Man munkelt, ne? Geschafft! Ja. Ich bin schon groß. Ja, ich hatte keine Angst. Warte. Das kann ich bestätigen. Mist, ich kann nicht. Muss ich das anders machen? Okay, wartet mal. Oh Gott, nein, 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 nein! Die Gier. Wo bin ich denn jetzt? Och, come on, was sind denn das für blöde... Ja, jetzt können wir rüber. Speicherpunkte. Jetzt musst du ein Ding zurückfinden. Ja, ich weiß. Mach ich keine Sorge. Bitte, mach's mir nicht ja, zu schwer. Ja, ja, blöde Speicherpunkte. Oh, ich darf nicht falsch liegen. Weiter so, du schaffst es. Natürlich. Das wird es. Nach dem Teil hätte ich einen Speicherpunkt bekommen sollen. Hoffentlich hast du recht. Das werde ich. Ganz sicher. Sie ist überzeugt, Junge. Vertrau ihr. Na los, Basilius. Ich bin überzeugt. Gib uns irgendwas. Er ist es wert, versprochen. Ich flehe dich an. Oh, verdammtes Ding. Hey, du steckst fest, oder? Ja. Ich komme mit dem Wagen nicht weiter. Geh um das Wrack herum. Wir haben was für dich. Komme. Warum geht das nicht? Alles in Ordnung? Mehr griechisches Feuer. Ich schick dir einen Tank, um das aus dem Weg zu räumen. Mit einem Seil, damit du ihn fangen kannst. Perfekt. Bleib zurück, Ivo. Ab geht die Post. Ich seh ihn. Diesmal ein bisschen schlauer, wenn wir an die Truhe wollen. Und ich möchte unbedingt an die Truhe für die Teile. Konzentrier dich. Finde Basilio. Schnapp dir, was du finden kannst und dann raus. Dann überlebt er. So, ich muss den Wagen an einer bestimmten Stelle stehen lassen. Sonst wird das nichts. Nämlich hier. Ich bin schon groß. Ja, ich hatte keine Angst. Das kann ich bestätigen. Versucht ihr mal, ihr kleinen Scheißerchen. Kann ich euch da hinten hinlaufen? Aber nicht alle. Nee. Ach du Scheiße. Nee, 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 nee. Wartet mal, kann ich... Ich kann den nur geradeaus schieben, ne? Nicht anders. Aber irgendwie muss ich doch da dran kommen. Ich könnte versuchen, sie nach da hinten zu locken. Warte mal. Aber dann sind sie... Nee, die sind immer noch da. Mann. Mach euch langsamer, Amicia. Und jetzt weg, 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 weg.
ich die weggeburnt oder was? Puh. Du bist hier. Hey, du bist hier. Schon gut. Alles gut. Lass es raus. Willst du eine Pause machen? Nein, gehen wir weiter. Ich bin jetzt hier. Los. Der arme Hugo ist an der Grenze zu allem angekommen. Der braucht wirklich eine Pause. Ich habe Angst und bin traurig, Amicia. Ich weiß, wir haben viel durchgemacht. Es ist, als wären es nicht meine Gedanken. Ist es Basilius' Stimme? Kann sein. Sie klingt tief. Ich habe Angst. Das heißt wohl, wir kommen näher. Das Ende der Brücke. Finden wir heraus, wo sie hinführt. Oh, ich bin dran vorbeigerannt. Oh, dieser Geruch. Ich kann kaum atmen. Dann schnell durch. Oh, es ist falsch. So falsch. Was ist los? Sie ist hier, Amicia. Ich will nicht. Wer ist sie? Aber wir müssen. Wir müssen. Wer ist sie? Sieht böse aus. Gott, es wirkt wie eine Kathedrale. Das wurde für ihn gebaut. Also, ist er hier unten? Ja, irgendwo im Herzen dieses Ortes. So stelle ich mir die letzte Schwelle vor. Elia konnte ihn nicht retten und das ist das Ergebnis. Aber was ist passiert? Was ist mit ihm geschehen? Ich will's nicht wissen. Musst du aber. Er hat dich hergeführt. Das ist dein Erbe. Ich will kein Erbe. Ich will normal sein. Das verstehe ich, Kumpel. Bevor alles normal werden kann, musst du erst überleben. Das sagst du so. Aber ich vernichte alles. Aber doch nicht mit Absicht. Du bist ein Kind. In der Roten Stadt gab es auch Kinder. Es ist schwer, Hugo. Wir kennen uns nicht gut, aber ich weiß, dass du eine zweite Chance verdienst. Selbst wenn wir durch die Hölle gehen müssen. Ja. Mein Kopf. Sie wird lauter. Ich will ihn aus meinem Kopf. Wir sind gleich da. Da unten könnte deine Rettung sein, Hugo. Wozu? Wenn ich immer alles ruiniere. Hör auf. Du musst mir vertrauen. Kann ich. Amicia. Sophia. Schätzchen. Bitte. Ich weiß. Das ist nicht richtig, was Nein, die beiden machen. Weißt du nicht? Warum tust du das? Amicia. Komm, ich trage dich. Wir machen das zusammen. Das ist zu viel. Das ist auch zu viel. Das hat Tut der Junge mir leid, nicht dass verdient. Du das durchmachen musst. Ich helfe dir. Ich will Ruhe. Die bekommst du. Aber erstmal musst du leben. Ich brauche dich. Ich fürchte mich vor mir selbst. Du wirst leben. Wir kämpfen. Das ist nicht richtig. Wir halten durch. Das ist nicht richtig, Leute. Das ist so nicht richtig. Komm schon. Komm. Ist das der Träger? Er wurde eingesperrt. Aber wieso? Sie hatten Angst vor ihm, vor seiner Macht. Und deswegen haben sie all das gebaut. Einfach nur aus Furcht. Sie haben ein Kind getötet. Er entfesselte die Ratten. Sie brachen durch ihre Mauern. Keiner konnte sie aufhalten. Hier begann sie. Was? Die Justinianische Pest. Er war traurig. So traurig und wütend. Deshalb hat uns die Makula hergebracht. Es muss hier etwas geben. Eine Schriftrolle. Eine Fiole.
Irgendetwas. Hier ist gar nichts. Elia, sie versagte. Amicia. Sie hat versagt, Sophia. Ich weiß. Ungerecht, denn wenn ich sterbe... Du stirbst nicht. Werde ich sie auch alle töten? Nein, Hugo. Ihm war nicht bestimmt zu sterben. Aber sie nahm ihm die geliebte Beschützerin. Er verlor die Hoffnung. Also gab er der Makula nach und verdammte sie alle. Ja, und zwar zu Recht. Nein, wenn ein Wort von ihr ihn erreicht hätte. Wie weniger allein er doch gewesen wäre. Er hätte weitergelebt und Millionen verschont. Verstehst du? Du wirst nicht sterben. Und ich bin für dich da. Ich sorge für dein gutes Leben. Ein Leben ohne Kämpfen. Möchtest du das? Finden wir ein Zuhause. Die sind da wohl anderer Meinung. Was ist los? Los, weg hier. Nein! Jetzt schaffen sollen. Sie sind so wütend. Alles stürzt ein. Wir können es schaffen. Ja, wir versuchen es. Ich habe keine Zeit, mich einzublenden, Leute, sonst bin ich direkt tot. Geht weg! Lasst uns! Beachte sie nicht, Hugo! Atme und lauf! Wo ist Sophia? Was? Leute, was? Ich bin einfach nur gerade ausgerannt und die haben mich gefressen. Nee, Leute, das ist eine ziemlich scheiß Passage. Das haben sie im ersten Teil eigentlich schöner geregelt, aber egal. Geht weg! Lasst uns! Warte, sie nicht Hugo! Atme und lauf! Wo ist Sophia? Sophia! Ich bin hier! Ich bin auf dem Weg! Weiter! Ugh. Stecken die da drin fest? Hier sind wir sicher. Ist jemand verletzt? Hugo? Das war grauenvoll. Ja, das war's. Ja, die Makula hat dich hineingelockt. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Die Makula hat ja wirklich ein Händchen für Kinder. Sie haben ihn angekettet. Ja, aber das Wichtigste ist, dass du überleben wirst. Nein, das ist aber nicht das Wichtigste. Es macht mir Angst, dass die Menschen so böse sind. Und dass sie mich zu diesem Ding zwingen. Du hast recht. Hör zu. Es wird immer Menschen geben, die Furchtbares tun.
So ist die Welt leider. Aber vertraue in das Gute in dir. Und in das Gute in anderen. Hab Vertrauen in jene, die wollen, dass du glücklich bist. Freunde. Wie mich? Freunde geben dir ein gutes Gefühl, oder? Ich verstehe, dass du zweifelst. Aber vertrau mir. Vertraue uns. Ich vertraue euch. Wir finden für uns ein Zuhause. Verlassen wir diese Insel. Unser Boot wartet. Und auf dem Weg dorthin ein Rattenmeer. Aber was ist mit Arno? Alles wird anders werden. Kapitel 12, ein besseres Leben. Ja, aber was ist mit Arno? Leute, ich sag's immer wieder, aber was ist denn mit Arno? Es wird einfach nicht besser. Und das, obwohl sie ein Mittel gegen die Nager einsetzen. Andere haben das auch und starben dann doch. Es ist zu spät. Wir müssen gehen. Aber... Es geht nicht mehr nur allein um die Insel, Hugo. Wir müssen hier weg, sonst verdammen wir noch alles. Ich würde immer noch gerne Arno retten, aber ich bin da anscheinend die Einzige. Wo muss ich denn hin? Egal, wo ich hin muss, das machen wir in der nächsten Folge. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir Arno anscheinend gerade total vergessen haben. Habt einen schönen Tag und haut rein.